Willkommen zu neuen Abenteuern. Diesmal ist wieder der E-Bike-Amateur dabei. Moin. Und heute sind wir in Freisen, nicht für den Trailpark, der hat glaube ich noch geschlossen, aber um die Trails drumherum. Da habe ich auf Komoot eine Tour gefunden, habe das vorgeschlagen. Wir haben beide heute frei und schauen uns das mal an. Es wird bestimmt lustige Abenteuer geben, so wie immer. Und heute ohne Hardtail. Hier links, oder? Ja. So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute durch matschige Trails fahren, ist relativ hoch. Heute gibt es ein paar Premieren. Erstens, ich filme in 30p statt 24p. Zweitens, ich habe ein externes Mikrofon, das den Ton heute aufnimmt. Drittens, dieses Video wird in zwei Teile aufgeteilt, weil es einfach zu viel Content ist. Gut. Okay. Ja, schon mal ein ganz guter Anfang. Ja. Mal schauen, was uns erwartet. Also ich denke, so wie ich das hier gesehen habe, sind selbst die Naturtrails ein bisschen shaped. Hier gibt es einige Locals, die aus allem, was Wanderweg oder Singletrail ist, irgendwas Gebautes machen. Also heute sicherlich ein bisschen eine neue Erfahrung. Bei mir gibt es auch eine kleine Neuerung. Ich habe meinen alten Sattel entsorgt, den ich jetzt 17.000 Kilometer drauf hatte und der ein bisschen geknarzt hat. Das ist jetzt weg. Auf jeden Fall lustig hier. Bisher sind die Bodenbedingungen astrein. Ja, also bis auf ein, zwei Stellen ist es wirklich richtig gut. Wir sind auf dem Mountainbike-Weg. Ich finde, mehr braucht es eigentlich auch gar nicht, für ein bisschen Spaß zu haben. Sag mal hier. Ach, du liebes bisschen. Ein kleines Gap. Da fängt es dann an mit den geshapten Naturtrails. Aber alles Dinge, die ich zumindest auslassen werde. Also wie ich das sehe, fahren wir nachher da runter. Ja. Gut. Ich glaube, den mache ich, der sieht gut aus. Das hier? Das sind zwei Linien. Scheinbar. Ich habe einfach mal die rechte genommen, weil die kurviger aussieht. Ja, ja, geradeaus fahren kann jeder. Wir fahren hier auf der MTB 9 Rundstrecke. Das ist irgendwie eine 35,5 Kilometer lange Strecke und 1109 Höhenmeter. Und der Schwierigkeitsgrad ist hiermit schwer angegeben auf der Seite von Freisen. Aber wir fahren das nur zum Teil und dann noch ein paar kleine Twists von uns, beziehungsweise vom Herrn E-Bike-Amateur. Er hat die Route nämlich geplant. Ich bin einfach nur Mitfahrer und ich fahre aber irgendwie wieder vor. Irgendwas läuft hier falsch. Der Boden ist genial heute. Aber nicht so oft sagen, weil sonst jetzt... endet es noch böse. Und direkt weiter, geil! Die ersten Trails gehen so ein bisschen hoch runter, man muss gut reinpedalieren. Ich denke, ohne Motor nimmt das doch schon ein bisschen Spaß weg. Außer man ist fit, was wir nicht sind. Also, ich spreche jetzt nur für mich. Oh, ein Bach! Okay, noch ein Bach. Und noch einer? Egal, Vollgas weiter. Cool. Da hatten wir schon ein fließendes Gewässer, würde ich behaupten. Ja. Willst du meine Handschuhe nicht dreckig machen? Was willst du machen? Ah, das Sattel. Ja. Aber hier geht's weiter, oder? Ich setz mich einfach drauf. Ja, da runter, gell? Ja, runter ist immer gut. Klassiker Alex, auf den Baum geguckt statt nebendran. Ja, das sind schon interessante Bedingungen, ne? Wurzeln und immer mal wieder ein bisschen Matsch.
Hier muss man schön bewusst fahren. Ich zumindest. Achtung! A, schwer, B, nicht so schwer. Okay, was ist denn schwer? Ist das ein Sprung oder nur Abfahrt? Keine Ahnung. Okay, mal anschauen. Das ist einfach nur steil. Ich habe eine Streckenabweichung. Wir sind falsch gefahren. Wir hätten da runterkommen müssen. Da? Ja. Und da haben wir halt jetzt einen Teil vom Trail verpasst. Gut, dafür sind wir. Gut, wir können nochmal fahren. Wir fahren ja nochmal auf den Forstweg drauf, dann fahren wir noch ein bisschen rechts, dann können wir hier nochmal runterfahren. Dann fahren wir aber nochmal hoch. Und? Okay. Sieht doch mal nach Trail hier aus. So, im Nachhinein hätten wir diese extra Schleife, um nochmal hier hochzufahren, vielleicht nicht fahren sollen. Aber das seht ihr natürlich dann ja im zweiten Teil, wenn gegen Ende vielleicht mein Akku reicht oder nicht. Hat sich auch gelohnt. Cool. Jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall hier lustig aus. Ja. Auch wenn ich diesen Dappel nicht schaffe. Nee, ich glaube, von hier aus kriegen wir das nicht hin. Ich habe den Eindruck, wir müssen das andersrum fahren. Ja, ich glaube, das ist auch eher so gedacht. Ich habe keine Ahnung, wo wir auf einmal waren. Da waren dann diese coolen Sprünge. Ich dachte, komm, wir fahren mal runter, ich probiere die mal. Sieht ja nicht so gefährlich aus, was soll schon schief gehen. Ich bin ja seit einem halben Jahr keine richtigen Sprünge mehr gefahren. Okay, den kenne ich jetzt nicht. Wir kommen jetzt auf den Trail, wo wir hochgefahren sind, wo wir gesehen haben mit den Doubles. Hier? Ja. Oh, Drop! Oh, nicht rollen! Mal an. Rollbar. Sehr ab hier schön. Fängt es dann irgendwie an, interessanter, anspruchsvoller, schwieriger zu werden. Auf jeden Fall spaßiger. Mal wieder ein bisschen Holz dazwischen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Oh, interessante Sache hier. Alles klar. Noch ein schöner Steintrop. Hast du ihn gesehen?
könnte mal eine Bundesstraße gewesen sein. Das ist jetzt, glaube ich, der Fritz-Wunderlich-Radweg da oben. Was ja immer alles Lustiges weiß so beim Fahren und einfach drüber labern kann. Ich konzentriere mich immer voll aufs Fahren und kann fast gar nichts dabei erzählen. Das würde halt sogar auch gehen. Hä? Das hier. Ja, aber ich habe hier diesen abgesehen. Ja. Ja. Aber. Wenn es komisch aussieht und ich direkt ein schlechtes Gefühl habe, dann lasse ich es. Genau. Weil es ist halt wirklich hier, die Sachen sind zwar alle intelligent gebaut, aber teilweise wirklich vor Kurven, die du kennen musst. Ja, und heute ist halt auch relativ. Yep. Matschig, das heißt, du kostest halt als Geschwindigkeit. Das war es mit dem ersten Teil. Also bis zur nächsten Tour oder dem zweiten Teil.